Herzlich willkommen auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Ich bin im neuen E-Klasse Coupé und hier hat sich ein bisschen was geändert an den beiden Bildschirmen. Man sieht es nicht direkt, aber die Software wurde noch mal ein bisschen überarbeitet und jetzt ist es so, wenn ich hier zwischen den verschiedenen Ansichten wechsle, ja, gehe ich jetzt zum Beispiel mal in Sport, dann, ihr habt es gesehen hier, ja, dann wechselt auch auf den zweiten Bildschirm die Ansicht schneller, als es vorher der Fall war. Da war vorher noch eine kleinere Verzögerung, also die Synchronisation zwischen beiden Bildschirmen. Die wurde jetzt in der aktuellen Softwareversion verbessert. Ansonsten alles, wie wir es kennen, die App-Anbindung, da habe ich Apple CarPlay, da habe ich Android Auto und ich kann über die Mercedes-Benz-Apps reingehen. Und hier sehe ich jetzt auch aktuell nochmal einen Kartenausschnitt, den kann ich mir natürlich auch vergrößern. Und was ihr hier seht, das sind die aktuellen Spritpreise, die werden über Clever Tanken hier reingebracht und angezeigt. Auch Parkdaten sollen demnächst von Bosch angezeigt werden, also wo sind Parkplätze verfügbar, wo sind noch Parkplätze frei im Parkhaus. Alles spannend und ich kann euch schon mal an der Stelle verraten, wir dürfen das E-Klasse Coupé auch noch bald fahren. Aber dazu ja, in circa 2 Wochen mehr.